Oh, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind gerade mitten in der Audienz von König Gaius von Aojul und ja, wir machen weiter damit. Is it Ich true glaube, you er ist once wirklich abducted eingeschlafen. orphans for this facility, and then you performed experiments on these children? Well, I didn't see that one coming. What does any of this have to do with you, Spirit? I am Maxwell. It is my duty to protect both humans and spirits alike. Really? Spirits protecting humans? Now that is quite an interesting tale. You forsook your duty as king, and then you toyed with the lives of your own people, didn't you? The laboratory is entirely my responsibility. It was a haven for those children. They would have died without it. You imagine it as a mad scientist's lab, but I assure you the experiments were entirely humane. You expect us to take your word for this? But I was... This girl, she was that test subject? Yes, she was. Even in Hamil, Elise was forced to live in a tiny room. Don't you consider that... cruel? Well, yes. Yeah. Ja, das wollte ich sagen. Tell me something, boy. Have you ever considered what it takes to achieve happiness? To achieve happiness? Yes, to try and live a satisfying life. How do you think one can achieve that? Do you even know? Well... It takes freedom to make your own decisions, and to form your own beliefs. Exactly. It takes freedom. Well, I disagree. When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble until there is nothing left. What do you mean, nothing left? A man who cannot find his way becomes trapped. The more he struggles, the deeper he sinks. Into uncertainty. True happiness comes from following a noble path across an entire lifetime without getting lost. My country does not produce failures. Ja, aber aus Fehlern lernt man. So kommt man im Leben weiter. The proper path. I must keep them from becoming completely trapped. Now, let me tell you in no uncertain terms why I've called you here. Maxwell, I know you stole the key from the laboratory in Rashagal. Now hand it over immediately. No, I won't. The key was not meant for human hands. When faced with the power that can destroy the entire world, no human can control him or herself. It seems as though you haven't heard a thing that I just said, Spirit. Something about royal guidance and noble paths. I've heard it before. You humans never change. I've watched you for 2,000 years. All right. Then why don't you just tell us where the key is? Nein. What? Nein. Alvin. Nein. What are, nein. What are you doing? Nein. But you can't. Alvin. Sorry guys. I'm just doing my job. Oh mein Gott, was eine Überraschung. Alvin hat uns verraten. The handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Kara as we speak. Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. What are you doing here? Hey, Pressa. Long time no see. Pressa, what is it? Und das heiße Katzenmädel. Give your report.
The Roshigal army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Roshigal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. Was? A great spirit? But no one has successfully summoned the four great spirits for 2 decades. Impossible. I would have known if the four great spirits had been released. Could it be the Lance of Kresnik? Is it possible that Nautical has made a new key? If that's the case, then we're declaring war. Send word to all the clans. I am going to crush anyone who dares to harm my people! Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if His Highness were to have the Spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Miss Elise! Tipo, no! Well, don't just stand there! Come on, run! Oh, what a noob. Capture Maxwell. Du Blöder! Hör auf sofort nicht zu winken, Mann! Da! Mission accomplished! You knew that we'd have to escape, so that's why you left Tipo with the guard. Yes, I knew that it would end up being Mila who treated with King Gaius. And when Mila fully expresses herself, well, I figured something would happen. I see why you were cautious. Yep, just as predicted. Oh, I know what that's called. That means Mila's a troublemaker. Hmm. Yo, Mila! Did you hear the whole thing? I can't deny the truth of your words, but there is one thing I'd like to add. By that definition, wouldn't Tipo be a troublemaker as well? Well, I guess that's... What? You're not gonna defend me? Man, Alvin... Was eine Überraschung. Oh, ich muss meine Frust auslassen. Boah. Dieser Gaius. Bekannt aus dem Intro. Ja. Ich habe schon das Gefühl, der ist unser potenzieller Bösewicht hier. Aua. Und wenn Zhao zu dem Au gehört, dann gehört er zur Hauptbösewichtgruppe. Also hat Zhao hier irgendwie noch einer der großen Bösewichte ist, hätte ich mir ehrlich gesagt schon denken können. Ich meine, nur weil er freundlich tut, ist er ja nicht gleich ein guter Typ, ne? Kennt man doch. Und seit Tales of the Abyss traue ich irgendwie solchen Leuten, die man bekämpfen kann, nicht. Weil die haben immer irgendwie was sie verdächtig macht. Ich schätze mal, die anderen Typen da, dieses rote, im Rot gekleidete Mädchen gehört auch zu denen. Und das Katzenmädchen und... Keine Ahnung. Dieser andere Typ, der Berater oder was auch immer es war. Ich habe so das Gefühl, als sind unsere Hauptbösewichte. Die auch ganz am Ende des Intros da in diesem im Regen so laufen, was verdammt cool aussah. Ach, na gut. Siegelspeer. Ja, wir wollten hier neuer Arzt lernen. Ach, verdammt. Danach nur noch ein Punkt. Siegelspeer, das ist eine. Es hat eine Beschwörungsgeist, hä? Es hat jetzt eine Dingens, eine Kampftechnik oder eine Art? Kampftechnik oder Art? Eine Kampftechnik oder Luftrückwärtsschritt? Ja, warum nicht? Oder ein Zauber, meine ich. So, wieder zwei, drei Dinger auf einmal gelernt. So, sie kann hier das schon lernen. Dann ist sie schon weiter. Oder auch nicht. Kugel 1. Eine neue Lilium-Kugel ist dazu gekommen. Drücke Start, um zwischen den beiden zu wechseln. Was? Wie geil! Warte mal. Hier. Wie geil, ich kann jetzt 2? Cool!
Oh, schön. Dann würde ich aber sagen, ich mache es hier noch weiter. Ja, boah, das ist ja richtig geil. Hey, zack. Wasserschutz. Oh, man kann zwei Liliumkugeln haben. Die kriegen wir nicht, schade. Das war richtig geil. Was heißt, ich könnte jetzt schon die eine aufleveln oder auch nicht. So, Wasserschutz. Zauberer. 40%? Ja, das ist verdammt viel. Ich wollte eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen. So. So, ich möchte öfter das auch einsetzen. Hey. Mila. Aua. Eine neue Technik. Wo ist sie? Siegelspeer. Speersamen, die aus den Gegnern beschwören, werden den Gegner durchbohrt. Ja. Aua. Ah. Hä? Also, upsala. Da kommen wir auch irgendwie bekannt vor. Was? Wir sind gleich alle tot. So, Mila, kannst du... Verdammt. Ach, egal. Hat sie nicht Rückwärtsschritt? Habe ich noch gar nicht ausgesetzt, oder? Boah. Na warte. Ich kann das auch. Mann, nicht getroffen. Nicht heilen. Also ich dachte, der Angriff war für uns bestimmt. Boah, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich jetzt hier von Alvin halte. Ich dachte, ich irgendwie was von ihm gehalten hätte am Anfang, aber ne. Boah, ne. Du siehst, okay, ich dachte, du bist der erste Boss, weil du so verdächtig da umstandest. Fuck. Alvin. Alvin really was a big fat liar. Wen überrascht's? I assumed he had his reasons, but this time he took it too far. Stupid traitor, let me at him! Why would he betray us like that? I'm afraid even I can't read his mind. How could he do this to us? He better not show his face around us again. Richtig. Obwohl er eigentlich ein guter Kämpfer ist. Was war das? Los, Kanballer. Ja. Na gut. Ey. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Ach, wir können mal raus. Aha. Oh, zufällig sind wir 5 Leute. Just like at Fort Gandala. The gate will not unlock, however, unless we all activate the stones at roughly the same time. Wait, I've never done anything like this before. Don't worry. Just use your mana as you would when casting an art. There's no time. We've only one chance. Na gut. Ja, legen wir los. Aber erst im nächsten Part. Tschüss.